Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Online mit dem The Dark Himmler. Boah. So. Feldwebel Firion. Wir attacken jetzt irgendwas. Oder? Machen wir das? Was macht ihr hier? Das du spielt schon keine bitte. Rolle. Wenn ihr Lust habt, lustige... ein paar Seewipernschädel zu spalten, ist das mir wirklich wie egal. Nennt man sowas? Was ist denn? Brennnap. Irgendwelche Vernarbungen hier. Fühlt ihr diesen kalten Wind vom Meer aus heranrauschen? Ja. Genauso war es vor dem Orkan. Wir können es kaum erwarten, der Schlange den Kopf abzuschneiden. Wie ist denn der Gegenangriff des Familiens? Okay, was kann ich tun? Ich habe meinen Trupp losgeschickt, um den Katzenaugen-Kai auszukundschaften. Falls sie nicht erfahren haben, was die Seewipern vorhaben, können wir weiter herumstochern, bis wir herausfinden, was abgeschneidet. Ich werde über das Tor wachen, falls ihr denkt, ihr könntet einen Zaubermeister gebrauchen. Oder ihr könnt einen Seesoldaten des Dominions mitnehmen. Eure Entscheidung. Hier, komm da mit. Dann lasst uns diese Fischelfen mal filetieren. Ja! Oh, ich hab noch kein Pferd. Ich will auch ein Pferd. Also, filetieren. Hopp. Gut geklappt. Das hat gut geklappt. Bin ich ein Level? Nein, immer noch nicht. Okay. Du. Wow. Doch nie verspürte ich solche Angst. Ich dachte, ich wäre erledigt. Ah, jetzt habe ich jemanden befreit, oder was? Cool. Oh, da kommt noch einer. Ja. Ja. Nicht wundern über das Leck. Die Platten haben wir vor hoch. Okay. Klappt doch verdammt gut. Klappt es. Hey. Etterhils. Der Trupp wurde getrennt. Etterlas. Nistel und ich haben Onglorn gefunden. Sie haben ihn schwer verwundet. Was ist mit ihm passiert? Sie haben Runen in seine Brust geritzt. Ich habe ihn gepackt. Nistel hat sie abgewehrt. Wo ist Nistel? Seewipern jagen. Falls ihr sie seht, richtet ihr aus, dass es Onglorn gut gehen wird. Was planen die mit Mistral? Teil getan. Okay. Geht zurück nach Mistral, sobald ihr könnt. Rimm mich einfach. Aber das hat ja bestimmt irgendeine Bedeutung mit diesen Runen, die da neikritzeln. Oder was auch immer die da halt neikritzeln. Ah, ich hab doch geblockt. Wir sollten Nein. Häuser oder abgelegt. Okay. Hallo? Oh, da ist ein Buch, schau mal. Wehklagen eines Dockmeisters. Ich bin Level gestiegen. Mehr Ausdauer. Durchdringen. Aber das kostet jetzt. Das ist ja alles. Kann ich hier was? Nein. Oh, hier. Schwere Waffen mit einem ausgerüsteten Zweihänder. Zweihand-Äxte verursachen 10 Sekunden lang Blutungen. Angriffe mit 2 Kolbendingeln, 2 Schwerter verursachen 3% zusätzlichen Schaden. Go. Erst einmal passiv. Wobei, das war jetzt ein Schmarren. Ich hätte gleich. Naja.
hätte mal noch eine Fähigkeit wenigstens freischalten sollen. Bisswunden. Eine schlaffe Hand hält einen blutigen Verband. Die andere hält ein blutverschmiertes Stück Papier. Nehmen! Oh, Niestel. Ah, Niestel. Dämmerkäfer. Die Nistel. Nistel dich hier zumal nicht ein. Find nur ich nicht witzig? Okay. Windtunnel. Da werde ich bestimmt später nochmal vorbei. Eine Windtunnel. Was machen hier Blitzdingsens? Ein Schmerz in der Schädel ist schlimm. Was ist denn hier passiert? Ich war in den Höhlen. Aha. Arbeiten. Als ich ein Seewibern. Maormer Piraten. Wir haben Schutzgeld für einen ganzen Monat bezahlt und sie diese seltsamen Totems Aha. in der Höhle aufstellen lassen. Sie waren vorher nie im Skoma-Handel. Ich meinte Mondzucker. Ja, ja, natürlich. Haben wir den Kopf uns umbringen, schätze ich. Nachdem sie genug von uns getötet hatten, ließen sie den Rest von uns in Ruhe. Sie wussten, dass wir uns nicht wehren würden. Sie haben nur auf diese Totems gewartet. Irgendein Hochelfenzauberer versuchte, in die Höhle zu kommen. Deshalb haben sie sie... Okay. Was war das? Okay. Geh weg. Ich weiß, wo das ist. Ich war schon da. Ja, ja, da muss ich rein. Diese Totems scheinen eine Kombination aus Wind und Geist zu nutzen. Ob ich wohl? Entschuldigt mich, dürfte ich wohl? Also, entschuldigt mich? In der Tat, ich schätze, das ist optimal. Diese Rituale der Seewipern sind barbarisch, aber recht effektiv. Dieser Wirbelsturm, den sie heraufbeschworen haben, um unsere Flotte an Kenatis Rast zu zerschmettern, das Aha, war nichts war schlimmer als ein Dorkan. Ihr habt offensichtlich nie die theoretischen Grundlagen von Blutopfern nee. Studiert. Seht ihr diese schlangenförmigen Statuen? Ihre Sturmtotems? Sie sammeln Geisterenergien aus also? Das ist genau die richtige Frage. Es scheint, als ob die Seewipern einen besonderen Magnetstein benutzen, um den Kanal zu blockieren. Nähert euch einem aktiven Sturmtotem und haltet den Magnetstein vor euch. Dann solltet ihr die Energie... Auf jeden Fall! Macht nur! Seid nicht schön. Ja, na dann... Hat er ganz toll geklappt. Was hat geklappt? Ich wusste, dass Nähe der Schlüssel ist. Und seht euch an, nicht einmal eine Spur von tödlichen Blitzen. Na, ihr habt das Prinzip erfasst. Und es jetzt auf den anderen Sturmtotems anzuwenden, bevor... Nun, damit beunruhige ich euch jetzt besser nicht. Weswegen? Ah, nein, ich sollte euch nicht... Jetzt haben wir schon. Das weiß ich nicht mit Sicherheit. Es gibt zwei Möglichkeiten, von denen keine besonders gut für alle auf dieser Insel ist. Man greift nicht zu Blutopfern, es sei denn, man braucht sehr schnell sehr viel Energie. Oder man will diese Energie, nun ja, genauso schnell wieder freisetzen. Hört zu, ihr kümmert euch um die Sturmtotems. Ich werde herausfinden, wie man etwas gegen das Blutritual der Seewipern unternimmt, ohne Mistral auszulöschen. Klingt das angemessen? Die einzige okay. Gewissheit ist, dass... Okay, hier drin, oder was? Gut, dann machen wir das doch. Aha! Batschi, batschi!
Okay. Intuitiv richtig gelaufen. Hallo? Oh. Macht hier schon, oder? Gut. Gut, gib mir das! Also, doch. Gib mir mein Gold! Ja, dann sind da viel schneller, die lecken nicht. Ist Eazil, der direkt zu eurem Verstand spricht. Ihr findet meine Psychic-Projektion in der Nähe des Tunnelausgangs. Ich weiß, wie man die Maorma aufhalten kann. Meine Psychic-Sprutsch? What? Also dann? Ich weiß, was sie planen. Durch meine Psychic-Projektion habe ich eine alte Ritualstätte nördlich von Mistral gesehen. Die Sevipan haben eine mächtige Kreatur namens Sturmatro nachbeschworen. Nein! Sie lassen all diese Energie in den Sturmsklaven fließen, den sie gebunden. Okay. Die Kreatur kann nur eine gewisse Menge Energie in sich aufnehmen, bevor sie sich auflöst. Die gesamte Energie wird über Kenatis Rast hinwegströmen und alles töten, was mit ihr in Berührung kommt. Bis auf die Donnerkäfer natürlich. Oh, und der Berg im Norden von Mistral wird zerbersten und die Stadt spurlos auslöschen. Oh, okay. Und das ist das Geniale ihres Plans. Wie bindet man eine Kreatur, die aus Sturmenergie besteht? Mit dem Wind selbst. Drei Ritualhörner halten den Sturmsklaven gefangen. Aber der Magnetstein hat nun genug Sturmenergie, um den falschen Winden entgegenzuwirken. Elegant, ja? Null Plan. Er wird seine körperliche Gestalt ablegen und die gespeicherte Energie sicher freigeben. Ah ja. Also sicher für Kenatis Rast, meine ich. Ich schlage vor, einen großen Abstand zum Sturmsklaven zu halten, wenn das geschieht. Vielleicht mit einem festen Felsen zwischen ihm und euch. Ihr werdet keine Probleme haben. Okay, ich habe null Plan, was du von mir willst, aber es wird schon irgendwie klappen. Da ist ja die ganze Insel bedroht. Das hört sich ja schon episch an. Wow. Ich wusste, das Ding doch nur hätte sehen können. Das machen wir in der nächsten Folge. Bis demnächst.